Oh Mann. Das war jetzt heftig. Gut, meine Schwester ist jetzt auch wieder weg. Ich hoffe, dem Mädel geht es noch gut soweit. Oha. Oha. Na komm noch her. Wo ist er wieder? Wo ist denn der Teufel schon wieder? Da oben. Ah, scheiße, du wirst automatisch zurückgeschmissen. Wo ist er hin? Wo ist er hin? Hier, alle auf diesen Zarebass. Ich will, dass der fällt. Schnellstmöglich. Hier. Super Heal. Oh Mann, der hat keinen Mana mehr, ey. Das ist ja nicht wahr. So, jetzt haben wir wieder ein bisschen mehr Power. Gut, aber er fällt. Das ist gut. Jetzt können die uns nichts mehr. So, hier jetzt. Verteidiget. Verteidiget. Schön den Magier schützen. Oh. Shit. Sieht nicht gut aus. Mullbinde. Gut. Weiter feuern. Sehr gut. Noch weiter ballern. Ob drauf jetzt. Oh shit. Kommt noch mehr Pack. Drauf jetzt. Auf die Knödel. Komm auf drauf jetzt. Nix jetzt. Ja, wir kommen gleich zum Schluss. Wir zappeln hier gleich alle weg. Jetzt ist er ja schon wieder da. Das gibt's doch nicht. Ist doch nicht mehr normal hier. Ballert ihn einfach. Gut, jetzt ist er wieder umgefallen. Mal gucken, was er jetzt spendet. Nerapan ist. Wow, Feuerriese, ey. Ist ja mal geil. Jetzt hat das Ganze wieder mit einem Mullbinde gekostet. Na gut, ich habe wieder eine gekriegt. Aber was da abgeht, ey. Was hat. Hui. Die Siegel von Kirkwall. Jawohl. Doppelt gesegneter Ring. Ey, das ist Hammer, ey, was du hier für ein Geraffel kriegst teilweise. So, noch ein Leichnam, noch ein Amulett. Naja. Und jetzt geht auch nichts mehr mitzunehmen. Ist wieder ein bisschen blöd. Und ich hätte so gern einen Händler. Ich hätte so gern einen Händler. Aber hier ist kein Händler. Hier ist die Tür zu. Also hier ist der Deckel zu. Das heißt, hier geht nichts mehr. Oh Mann. Was soll ich denn noch vertickern? Das ist. Na gut. Kann man ja auch wieder vertickern hier. So. Weißt du was? Ich nehme den einfach wieder mit. So. Ich wünschte, der Bruder wäre noch mal hier. Werde ich ja lang bohren. Das lasse ich einfach mal liegen. Das ist auch nur Standard-Crap, es ist. Hier habt ihr euren. Wie kommt? Wie könnt ihr es wagen? Ihr löst damit einen Krieg aus. Seht euch an. Wie fette Dathrasi fresst ihr vor euch hin und beschwert euch nur, wenn euer Mahl unterbrochen wird. Ihr seht nicht auf, ihr seht nicht, dass die Weide kahl gefressen ist. Alles, was ihr hinterlasst, ist Leid. Ihr seid blind. Doch ich werde euch die Augen öffnen. Aber wir haben Gäste. Tretet ein. Shenaydan, Hawk, ich habe euch erwartet. Aber trotz eurer Macht seid ihr nicht anders als diese Bars.
Ihr wollt nicht sehen. Oh Mann, lasst sie gehen, ist das obere. Ich sehe ganz gut, ist die Bitte. Ihr seid zu weit gegangen, ist das untere. Ich nehme das obere. Noch können wir eine Lösung finden. Mag sein. Beweist euch, Basra. Oder kniet bei den Euren. Das ist schon wieder Stan, oder? Bringen wir es hinter uns. Nee, doch nicht. Ich würde schon sagen, ey, wenn das jetzt wieder dabei gewesen wäre, wäre ich sauer geworden. Ey. So, alle müssen jetzt auf ein Ziel. Wo ich das hier angevisiert kriege. So, ich denke, es funktioniert. Mann, das ist irgendwie Irrengarde oder was? Tatsächlich Irrengarde, na gut, kein Problem. Gar nicht schlecht. Parshara, ihr seid immerhin Basalit Ahn. Nur wenige in dieser Stadt genießen so viel Respekt. Sagt mir eines, Hawk. Ihr wisst, ich kann nichts zurücknehmen. Wie würdet ihr diesen Konflikt beilegen? Wir finden eine Lösung, ist das obere. Können wir nicht Freunde sein, ist die Mitte. Auf dem Schlachtfeld ist das untere. Ich nehme das obere. Es muss doch einen Weg geben, das zu klären, ohne sich gegenseitig umzubringen. Die Zeit der Worte ist vorbei. Atashvarin Kata. Im Ende liegt Ruhm. Na gut. Oh Mann, ey. Jetzt ist der ganze Thronsaal aufgewacht. Ich hoffe nur, dass ich lang genug überlebe, diese Scheiße durchzustehen. So, hier, fress die Mulbine. Oh Mann, ey. Ihr Trophäe jetzt da. Vielleicht hätte ich doch besser dich mitnehmen sollen. Oh Mann, der kriegt schon wieder so zu viel rein. Oh, die geht ja ganz gut down bis jetzt. Oh Mann, da hinten ist noch so ein Sarre-Stinger. Oder? Nee, das ist Arishok selbst. Oder ist da oben noch ein Sarre-Bass? Nee, sind auch nur Aschatz. 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 Oh weh, das geht. Scheiße, der ist schon kaputt. Der ist schon kaputt. Fress die Mullbinde. Shit. Was mache ich denn da jetzt? Ah, Scheiße, Mann. Ah, Kacke. Und der nächste Blatt. Der ist zu hart. Gut, neu laden. Es wird jetzt ekelig. Es wird jetzt richtig abgefuckt. Ekelig. Gut, jetzt sind wir wieder da unten. Ach Gott, ich werde es hassen. Und man kommt auch hier nicht mehr weg. Man kommt hier auch nicht mehr weg. So, die Rahmenfeder lasse ich liegen. Ja, die kommen halt her. Wo die überall herkommen, ne? Diese Krüppels. Ich werde dann nochmal speichern müssen, ey. Das tut mir jetzt leid. Das ist echt zu hart hier. Wo ist denn der Sarabass? Wo ist der Stinkelbass? Da hinten war er. So, heile. Hoch. Das läuft nicht besonders gut. So. Jetzt ist er hier. Hau den Sarabass weg. Hau den Sarabass weg. Was ist denn mit ihr? Friss die Mullbinde. Jetzt gibt es keinen Molchigrau mehr. Oh Mann, der hat sie schon gegessen. Scheiß. Krüppels.
Lasst ihn in Ruhe. Heil dich. Gut. Boah, der hat instant einen drauf gekriegt. Bleib da hinten stehen. Du sollst hören. Gut, jetzt müssen sie nämlich rumkommen. Gut, und ich denke mal, das macht denen ein bisschen was mehr aus. So, hier, weg mit euch. Was? Das sind Fallen. Ei. Das siehst du, die habe ich vorhin überhaupt nicht gesehen. Deswegen ging sie uns da auch ein bisschen an die Zwiebel. Das sind ja Krüppel, ey. Hopp auf, Ballert, ruf jetzt. Zurück. Zurück. Zwei. Ihr macht einen Scheiß. Hopp, macht sie weg. Macht sie weg. Und ist schon wieder Stan da. Ey, ich drehe noch durch. So, wo du bist, heal. Ich verliere meine Konzentration. Aufruf auf diesen Stan. Das dauert zu lang. Meine Freiheit. Meine Kraft geht zur Neige. Ich bin dein schlimmster Anzug. So, ruf jetzt. Das würde Bianca aber ruf jetzt. Boah, der eilt sich schon wieder hoch. Ja, ich lauf. Ich krieg's, ist die andere Sache. So, jetzt ist er wieder weg. Gucken. Okay. Diesmal hat er nicht so viel wertiges Zeug gedruckt. Ein Ring. Gut. Was auch immer das war, für einer war. Eieiei. Manchmal. Gut, die konnte ich jetzt auch noch mitnehmen. Rahmenfeder, nein, nehme ich nicht mit. Und das war hier noch ein bisschen Klumpatsch vom Sarbas. So. Es muss eine Möglichkeit geben, dem beizukommen, diesem Teufel. Ich habe gesehen, er kann da Blitze casten, noch und nöcher, wie er gerade will. Ich kann nichts dagegen machen. So, ich speichere nochmal drüber. Aber trotz eurer Macht seid ihr nicht anders als diese Bars. Ich nehme mal das untere. Ihr wollt nicht sehen. Dieser Wahnsinn muss ein Ende haben. Mag sein. Beweist euch, Basra. Oder kniet bei den euren. Vielleicht bringt es ja was, wenn ich mal andere Tonarbeiten anschlage. Weil im Endeffekt will er ja auch bloß nur noch töten, vernichten und dann. Und das alles nur für ihn so eine Doktrin. Obwohl ich sagen muss, er hat doch vorhin auch mal die Reliquie erwähnt. War das das, was der Zwerg uns geklaut hat? Und Variks Bruder, der, Wiese. Parshara. Ihr seid immerhin Basalit Ahn. Nur wenige in dieser Stadt genießen so viel Respekt. Ich probier's jetzt nochmal. Sag mir eines, Hawk. Ihr wisst, ich kann nichts zurücknehmen. Ich nehme mal die Mitte. Wie würdet ihr diesem Konflikt beilegen? Wir sollten reden. Vielleicht können wir eines Tages darüber lachen. Wohl kaum. Die Forderung des Kuhn ist eindeutig. Wie immer. Atashvarin Katar. Im Ende liegt Ruhm. Oh Mann, nicht schon wieder. Also es nützt es nichts, egal was ich auch mache. Was soll ich denn jetzt machen? Oh Mann. Das Beileid des Hauptmanns. Ach so, und da hätte ich mit. An der Unterstadt mit Varric. Sprich in seinem Zuhause in der Oberstadt mit Fenris. Das werde ich noch machen. Später. Tja, jetzt geht's wieder um alles oder nichts. Gucken hier, hier zwiebelt schon wieder. Stenhastro, Basnir
Ersam Satar Shock! Oh Mann, ey, der Typ ist ja total durchgeknallt, oder? So, hoffentlich schaffe ich es jetzt dieses Mal. Ich gehe mal hin, nehme mal die Steinrüstung weg. Also ein bisschen mehr Magie kriege. Oh, die kommen mal. Oh! Oh, Scheiße, ey. Da haben sie wieder einen Sarbas eingestellt. Diesen Scheiß. Verdammt. Aber auf Druck jetzt hier. Jawohl. Ich hoffe, ihr brennt ein bisschen. Ich hoffe, ihr brennt. Noch ein bisschen. So, hier. Nimm die Mullbinde. Hau auf die Teufel da drauf. Ihr könnt ruhig mal ein bisschen mehr durchzwiebeln. Hopp, hier. Nicht Schildverteidigung. Was ist denn das? Kontrolle. Und das war Spalten. Das macht doch Spaß. Oh Mann. Evelyn. Gehen heil dich hoch. Was ist denn das gewesen? Nachgiebig. So. Aktivieren. So, Evelyn, geht hoch. Ja, guck mal, wie schön das schnell das geht hier. Ja, haut einfach rum und alles gleich vorbei. Als ob es kein Mäuchigraum gäbe. Das ist doch nicht mehr fair. Wie soll man das schaffen? Das geht doch gar nicht. Ja, jetzt ist es eh vorbei. Cool, der spießt hier einfach auf Felix. Und das war's. Ein Arschloch. Ein Arschloch. Ich fürchte, da werde ich mal was einfallen lassen müssen. Fair ist das nicht. Das sage ich immer ganz ehrlich. Fair ist was anderes. Wie soll ich gegen so einen Krüppelsack mit 50.000 Millionen Krüppeln ankommen? Aber trotz eurer Macht seid ihr nicht anders als diese Bars. Ich nehme mal wieder das obere. So, jetzt müssen wir wieder gegen die Teufel da kämpfen. Mal gucken, vielleicht kann ich ihn direkt zum Duell herausfordern. 1 gegen 1. Mal gucken, was der drauf hat. Ich wünschte, es müsste nicht sein, aber was soll ich machen? Was soll ich nur machen? Ich wüsste auch nicht, was der Typ für eine Schwachstelle hat. Parshara, ihr seid immerhin Basalit Ahn. Sagt mir eines, Hawk. Ihr wisst, ich kann nichts zurücknehmen. Wie würdet ihr diesen Konflikt beilegen? Es gibt wohl nur ein Ende für diese Sache. Das sehe ich genauso. Ihr seid es wert, dass ich euch persönlich töte, Hawk. Duelliert euch mit mir und zeigt diesen verschämten Bars, wie man stirbt. Okay, wie lauten die Regeln? Gibt es noch etwas, das ich wissen sollte? Wir kämpfen bis zum Tod. Nur ihr und ich allein. Tötet mich und die Pflicht, die mich bindet, erlischt. Die anderen kehren nach Parvollen zurück. Und wenn ihr mich tötet? Dann seid ihr tot. Ich stimme zu. Ich weigere mich. Ich nehme das obere. Bis zum Tod, Arishok. Barabbas! So soll es sein. Oh, Scheiße. Der wird jetzt zum Superknüppel, ey. Hier ist das, worauf wir uns einstellen. Oh Mann, ey, guck mal, wie der draufknüppelt. Guck mal, wie der knüppelt. Scheiße.
Oh, das wird sehr knapp. Das wird sehr knapp. Auf Knüppel drauf, drauf knüppeln. Ich brauche mehr Mullbinden-Power. Du kriegst mich nicht. Nix ist. Ich muss das zu Ende bringen. Nix. Es gibt hier mehr Mullbinde. Das halte ich nicht durch. Doch. Du hältst durch. Das hätten das eigentlich gebracht. Die Angriffe des Krieges verursachen kurzzeitig deutlich mehr Schaden. Ja, natürlich. Ruf hier. Ich hoffe, es hilft ein bisschen. So, hier. Ein Aufschlag. Das kratzt denn gar nicht. Hey. Boah, da überhaupt erstmal runterzukommen, ne? Ey. So auch nicht. So garantiert nicht. So, hier, weiter. Oh Mann, der heilt sich auch wieder hoch, der Kribbel. Ich muss es zu Ende bringen. Ich muss den weiter beschäftigen. Aber wie? Ich switch mal auf Gewalt, das nützt ja nichts anderes mehr bei dir. Geh runter! Lass den runter! Blöde Sau! Ein Trank ist jetzt genau das Richtige! Auf Zwiebel den nieder, Mann! Oh Mann! So was, ich mach das weg. Und guck, was ich jetzt aushalte. Go! Nix ist. Kriegst mich nicht. Ich hoffe nur, das funktioniert. Oh Mist, der heilt sich auch wieder hoch, der Penner, ey. Haut auf. Du Sau. Boah. Habe ich noch irgendwie eine Chance. Wie soll ich denn das schaffen? Allein schaffe ich es auch nicht. Aber selbst wenn ich es mit der Horde mache, kriege ich den so oder so auch nicht down. Das ist ja pervers, das Game. Gut, aber machen wir es nochmal. So, ich hau die jetzt wieder alle um. Guck, und die zucken wieder falsch. Alle falsch. Oh Mann, ey. Soll ich vielleicht doch nochmal mit jemand anders kommen, ey. Dann hätte ich die vielleicht so platt geknüppelt. So, jetzt kann ich ja wieder nicht speichern. Jetzt geht's. Parshara, gut, ich drück das weg. Jetzt machen wir wieder auf dem Schlachtfeld. Ihr seid es wert, dass ich euch persönlich töte. Was ist, wenn ich mich weigere? Damit dann werdet ihr alle Scheiße. Okay, also müssen wir es doch so machen. So, sehr langsam wird's richtig ekelig. Es wird richtig ekelig. Parshara. Gut. Sag mir eines, Hawk. Ihr seid es wert. Wie lauten die Regeln? Dann seid ihr tot. Gut. Ja, zeigt mir, was ihr Ich zeig's dir. Aber ich weiß nicht, ob's dir gefällt. Oh,
Mann, was ist das hier überhaupt? So, hier, Zerstreuung. Ich hoffe nur, dass es ausreichend wird, ihn anzugehen. Ich darf auf jeden Fall nicht von ihm ablassen. Oh Mann, ey. Warum habe ich nur so kümmerliche kleine Styles? Das ärgert mich jetzt ein bisschen. So, jetzt bin ich schon wieder voll. Ja, na gut. Er kommt aber auch nicht, sich zu heilen. Und er scheint zu brennen. Was ich gut finde. Ziemlich richtig gut. So, hier noch mehr Endo. Super. So, machen wir hier noch Sturmschlag noch mal rein. Und den auch noch mal rein. So. Ey. Feige Sau. Ich krieg den nicht down. Ich krieg den nicht down. Wie hätte ich den als Magier down kriegen sollen? Das wäre ja Ding der Möglichkeit gewesen. Wenn ich mir das so überlege. Ich wollte ja ursprünglich erstmal Magier werden. Ja, nee. So nicht. Feier Scheißhaufen, ey. Und wieder nichts. Gleich wieder kaputt. Und schon hat er sich wieder hochgeheilt. Gut. Ich weiß im Moment nicht, was ich machen soll. Ich werde mir für den Teufel noch auf jeden Fall was überlegen. Das kann ja echt nicht angehen, sowas. Das kann echt nicht angehen. So, und gehen wir hier nochmal in die Oberstadt. Bei Nacht. Ne, wir machen hier mal Kontrollpunkt. Achso, das ist aber schon hier drin. Gut. Gehen wir nochmal in die Oberstadt oder so. Oder machen wir hier Autospeichern das vierte Jahr? Weiß ich nicht so genau. Wollen wir mal abwarten, was passieren wird. Gut. Ich werde mir dafür noch was ausdenken. Das ist jetzt ungelegen, ey, dass der so echt so knallhart ist, ey. Der ist halt bärenstark wie so ein Ochs. Aber ich habe einfach nicht genug Power. Ich habe überhaupt genug gar nichts. Von nix und wieder nichts und gar nichts. Das ist echt unangenehm. Da werde ich mir mal was überlegen müssen. Ja. So irgendwie abgefuckt das Ganze. Probieren wir es mal so. Gut, und jetzt gehe ich hier nochmal überall in die einzelnen Knödel rein. Gängt der Mann. Ich werde das noch absolvieren. Also jetzt noch mit denen reden, dann kriege ich bestimmt noch ein paar Freundschaftspunkte dazu. So, Varric ist oben. Warum wurde euer Freund besänftigt? Wisst ihr das? Nein, und es ist auch ohne Bedeutung. Niemand verdient das. Ich kenne einige Magier, die das durchaus verdienen. Wirklich? Vielleicht sollte man auch Sklaven besänftigen. Dann würden sie nicht mehr fliehen wollen. Wäre das nicht großartig? Wahrscheinlich. Sklaven ziehen keine Dämonen an, die von ihnen Besitz ergreifen wollen. So würdet ihr... Und dann hat Hawk die Tür einfach aus ihren Angeln gerissen, ist mitten ins Zimmer geschritten und... Oh, ich schätze, wir müssen den Rest wohl auf später verschieben. Habt ihr einen Moment, Varric? Natürlich, Hawk. Um ehrlich zu sein, wollte ich ohnehin mit euch reden. Ihr und unser kleines Gänseblümchen scheint euch in letzter Zeit ziemlich nahe gekommen zu sein. Also... Was ist da im Busch, Hawk? Ist das ein Problem? Ist das obere? Seid ihr eifersüchtig, ist die Mitte? Das geht euch nichts an. Ich nehme das obere. Ihr würdet das Thema nicht anschneiden, nur um zu plaudern. Was habt ihr auf dem Herzen? Da kennt ihr mich aber schlecht. Ich würde dieses Thema definitiv anschneiden, nur um zu plaudern. In diesem Fall ist es zwar nicht so, aber ich würde es tun.
Hört mal, als euer Freund habe ich das Gefühl, ich würde euch einen schlechten Dienst erweisen, wenn ich nichts sage. Meryl ist wirklich ein süßes Mädchen, aber in diesem kleinen Ding steckt jede Menge Verrücktheit. Ja, danke für eure Sorge. Klingt genau richtig für mich. Oder Schluss damit. Ich nehme das obere. Ich weiß, ihr meint es gut, Varric. Aber macht euch keine Sorgen. Ich weiß, was ich tue. Das hoffe ich doch sehr. Gut. Was ist jetzt gemacht? Hat schon ein bisschen blöd, ne? Gut, also gehen wir hier wieder runter aus der Bude da. Ah, hier waren wir schon richtig. Sehr gut. Er kommt also hier runter und hat... So, ich muss jetzt noch zu Merrills Hütte. Glaube ich. Und dann noch zu Fenris Haus. Beim Schreckenswolf. Warum herrscht in meinem Haus eigentlich immer so eine Unordnung, wenn ich Besuch habe? Es sieht hier nicht immer so aus. Das schwöre ich euch. Ich glaub's dir, Süße. Gut, das war nicht Meryl, aber hier Hawk, ne? Feste bekommt Fenris. Genau, da muss ich hin. Dann nochmal eine Runde zu Anders Lagerstätte. Da ist er ja schon. Die letzte Flasche Greccio habe ich für einen besonderen Anlass aufbewahrt. Der da wäre? Der Jahrestag meiner Flucht. Astia Valla Fernandes. Wollt ihr die Geschichte hören? Ja, warum nicht? Das würde mir gefallen. Also gut. Habt ihr schon von Saharan gehört? Das Reich und die Kunari kämpfen nun schon seit Jahrhunderten um die Insel. Ich war mit Daenerys während eines Angriffs der Kunari dort. Ich konnte ihn zu einem Schiff bringen. Aber da war kein Platz für einen Sklaven. Ich blieb also zurück und floh mit letzter Not aus der Stadt. Okay, er hat euch zurückgelassen? Ich dachte, Daenerys lag etwas an euch. Er hatte keine Wahl. Der Ausdruck in seinem Gesicht, als das Schiff ablegte, war unbezahlbar. In den Urwäldern Saharans leben Rebellen, die Nebelkrieger. Sie fanden und pflegten mich, bis ich wieder zu Kräften kam. Ich blieb eine Weile bei ihnen, bis Daenerys kam, um mich abzuholen. Okay, aber hier zur Auswahl, wolltet ihr nicht weggehen? Oder ich weiß, wohin das führt. Oder, und ihr wolltet nicht gehen. Ich nehme das obere. Seid ihr freiwillig bei diesen Nebelkriegern geblieben? Ich hatte die Rebellen ins Herz geschlossen. Sie folgten keinem Meister und kämpften für ihre Freiheit. Das kannte ich nicht. Als Daenerys kam, weigerten sie sich, mich ziehen zu lassen. Er befahl mir, sie zu töten. Ich tat es. Ich habe sie alle umgebracht. Boah. Oh Mann. Was, warum? Immer wieder alte Gewohnheiten oder so viel zur Freiheit. Ich nehme das obere. Warum habt ihr das getan? Was hätte ich denn tun sollen? Mein Meister war zurückgekehrt. Und dieses Fantasieleben war vorbei. Aber als ich es getan hatte und ihre Leichen sah, spürte ich... Ich konnte nicht. Ich floh. Und habe nie zurückgeschaut. Oh Mann, Thema vertiefen. Ihr seid nicht auf Saharan geblieben. Das ist das obere. Und hier, warum seid ihr nicht früher gegangen, ist links die Mitte. Und links unten bedauert ihr, sie getötet zu haben. Ich nehme das obere. Hättet ihr euch nicht anderen Nebelkriegern anschließen können? Selbst wenn, ich fühlte mich unwürdig. Ich wusste damals nicht, ob ich Daenerys wirklich entkommen konnte. Ich wusste nicht einmal, was das bedeutete. Ich musste einfach nur weg. Ich fuhr auf einem Schiff als blinder Passagier nach Süden Richtung Festland. Ständig mit meinem einstigen Meister im Nacken. Oh Mann, Thema vertiefen. Warum seid ihr nicht früher gegangen? Nee, das ist eine Frage, ich nicht. Ich nehme mal das untere hier. Bedauert ihr, sie getötet zu haben? Wie gut kanntet ihr diese Nebelkrieger? Ich war nur ein paar Monate bei ihnen.
Aber in dieser Zeit spürte ich, dass ich lebte. Sie waren tapfer, stark, frei in allem, was sie taten. Ich bewunderte sie und verdankte ihnen alles. Und doch wandte ich mich gegen sie. Okay, danke, dass ihr es mir erzählt habt. Es muss schwer sein, darüber zu reden. Ich habe nie jemandem erzählt, was damals passiert ist. Ich wollte das nie. Vielleicht ist es das, was eine Freundschaft ausmacht. Ich stimme zu. Ist das obere? Oder zu viel Wein ist die Mitte? Nur nicht überschnappen ist das untere. Nimm das obere. Vielleicht habt ihr recht. Auf euch, Hawk. Auf dass wir in Zukunft Seite an Seite kämpfen. Gut. Ja, ein bisschen Freundeslevel bräuchte man bei dem noch. Vielleicht lässt sich da noch irgendwo was bewerkstelligen. Cool, hängt auch noch Zeug. Da sind wieder so Köpfe da. Sind da auch so Art Rüstungen oder was? Oder vielleicht ganze Wesen sind das vielleicht mal gewesen. Ganze Lebewesen. So, hier Dunkelstadt. Oder Unterstadt. Nee, Unterstadt muss hier gehen. Dann werde ich auch dort speichern, dann bei Anders im Lager. Und dann brauche ich einen Plan. Ihr solltet in Tevinter leben. Ihr werdet dort glücklicher. Da habt ihr wahrscheinlich recht. Dort wäre eure Nee, warte mal, hier bin ich aber falsch. Als Schüler des richtigen Magisters. Hier bin ich falsch. Würde es euch bestimmt gut gehen. Hat das Ganze auch. So, was haben wir hier? Großschwert? Jo. Was hat er dann eigentlich ausgerüstet? Ist genau dasselbe. Quäliche Handaxt? Nee. Das ist ja. Cottery-Klappmesser, ne? Wenn das schön gewesen wäre, ne? Schattenbogen, ne? Oder sonst noch Zeug? Sonst haben wir auch nichts. Gut. Ein Haken. Ihr solltet etwas kaufen. Nur wenn es euch stürzt, ja, ich hab doch gekauft, was willst du denn? Und hin und wieder in Blut. So, was haben wir hier? Stab der gebundenen Macht. Oh Gott, ist das Crap. 28, nee. Das ist machen auch Crap. Das denn wirklich alle? Nur diejenigen, die sich nicht darüber beschweren, wie machtlos und verfolgt sie sind. So, hier. Guck, ob der noch was da hat. Achso, das ist alles Magierzeug gewesen, ne? Gut. Soll ich mal gucken, was ich dann auch machen soll? Ich habe echt keinen Plan. Lady Elegant. Was haben die noch gehabt? Ich habe gehört, eure Expedition hat sich für euch ausgezahlt. Meinen Glückwunsch. Alles gut, ne? Tränke bestellen. Trank der Wiederherstellung. Was macht das? Dieses starke Gebäude Vitalität und Energie belebt auch den erschöpftesten Krieger. Gesundheitsregeneration 80%, Mana Ausdauerregeneration 40%. Ja, wenn ich hier auf die Dinger gucke. Obwohl, das könnte ich sogar basteln. Was hatten die sonst noch? Elfenwurzeltrank. Das heißt, Arzneitrank heilt sowohl vorübergehend als auch bleibende Wunden. Das ist geil. Trank des Lebensschutzes. Dieses Gebräu schützt den Anwender davor, im Kampf zu fallen. Sinkt dessen Gesundheit auf Null, wird der Lebensschutz ausgelöst, der Anwender geheilt. Er leidet aber immer noch eine Verletzung, so als sei er gefallen und wiederbelebt worden. Der Schutz erlischt, dem er einmal ausgelöst wurde. So, jetzt habe ich mir doch ein bisschen gekauft. Und die Tränke da? Bestimmt auch nicht schlecht. So. Aber es gibt ja bestimmt auch noch anderes Zeug. So, jetzt gehe ich hier nochmal in die Galgenburg. Mal gucken, ob ich dann irgendwo muss es noch eine Möglichkeit geben, noch ein paar Säffchen zu holen. Da dauert die Session also gut, jetzt doch noch ein bisschen länger, als ich eigentlich geplant hatte. So, was haben wir hier noch? Plattenknödel? Ich das schon wieder sehe. Das ist aber, so, hier 63. Nee. Und nee. Auch nichts. Alles
nichts. Gut, weg da. Wovon redet ihr? Was ist das jetzt? Das ist jetzt Waffenknödel oder was? Ah ja. Die scharfsinnige Bestie. Ist das Einhandwaffe? Nee. Das ist keine Einhand. Streitaxt. Auch Zweihand. Markham, Herzstopper. Stopper. Okay. 27. Heftige Eliminierung. Das heißt, die spritzen also richtig auseinander. Gut, nehmen wir das mit. Das hochwertige Schwererschild. Wäre auch nicht verkehrt. Technisch gesehen. Was machen wir da? Soll ich den mitnehmen? Nee. Schwerschild, nee. Das ist Krabbes 7 Tode, nee. Hochwertige Knödelbogen. Das ist alles. Rune der Wucht. Eine Waffenrune, die körperlichen Schaden hinzufügt. Jo, nehme ich doch. So. Und weg. Ich verstehe eure Ansprüche, aber eure Nachbarn haben Einfluss. So. Meine Ansprüche? Auf das Anwesen. Ich kann rechtmäßig gestohlen vor dem Vicomte nicht darstellen. Seid diskreter im Bezug auf eure... Soll ich mal hier gucken, was gibt's denn hier noch Waren für Magier? Ich werde mich bemühen. Bestimmt auch ein paar Säftchen. Stab der Bruderschaft der Literie. Nee, ist Mist. Hör mir auf, Amari-Stab ist Mist. Und der ist sowieso Mist. So, ein Ring. Was habe ich denn da? Oh, das ist nichts. Oh, was hat denn eigentlich das Holovidus? Hat er überhaupt Zeug? Was hat denn der dort? Ring der Gläubigen. Wow. Der ist auf jeden Fall der Hammer, ey. Geistresi. Und was hätte das Ding? Immer nicht übel. So was nehmen wir mit. Der ist scheiße. Und. Naja. Ah ja. Ah ja. Jetzt machen wir die Knödel voll. So, hier Ausdauertränke. Mache ich auch auf jeden Fall mal voll. Das wird halt teuer jetzt, aber ich kann es nicht ändern. So, Elfenwurzel, was, wie lange hält denn das? 5 Minuten, nee. 30 Minuten. Gut, den nehme ich auf jeden Fall mit. So, Elfenwurzeltrank. Kann ich ja selber herstellen. Die im Tränke stellen umgehend einen Teil des Mannas wieder her. Jo. Müssen wir mal gucken. Weißt du was, nehmen wir einfach mit. So. Und die nehme ich einfach auch alle mit. Ist doch wurscht. Ist doch vollkommen wurscht. Was? Was? Hast du es gewagt? Es ist ungeheuerlich. Dass du es mir nicht gibst. Du musst es geben. Du musst es geben. So. Und sonst nichts mehr. Na gut. Willkommen zurück bei Sol, werter Freund. Ach, jetzt bist du schon das Sol-System, oder wie? Interessant, interessant. Hier einfach nur ein paar, ja, notdürftige Lager auf dem Boden. Ich bedenke, dass ich so auch mal angefangen habe. Unglaublich, ja. So. So, dann ziehe ich hier wieder von dannen. Jetzt gehen wir in die dunkle City. Die dunkle City. Und das ist Krankenstation. Also ich kann da direkt hin. Das ist auch gut, weil das immer so ein Knüppel ist. Ich habe meine Patienten in letzter Zeit vernachlässigt. Ich sollte mehr Zeit hier verbringen. Ich weiß, Anders. Ich kann so nicht weitermachen. Ich weiß.
Gut. Also hier geht's auch nicht weiter. Gibt's sonst nichts mehr, oder doch? Gibt's noch was? Anforderungen des Kuhn, ja. Das ist die letzte Quest. Das Beileid. Ah, ich muss nochmal in die Kaserne. Und dann gehen wir doch dorthin. Dann gehen wir doch dahin. Das war das, was ich noch vergessen habe. Es muss auf jeden Fall eine Möglichkeit geben, diesem Teufel beizukommen. So, Feste. Mache ich dort dann das Päuschen. Ich hoffe, ihr nehmt mir es nicht krumm, falls ich auf eher mal ein bisschen probiere, da zu üben. Als Hauptmann ist es anders hier. Fühlt sich fast an wie Familie. Ist es auch. Hawk. Mir ist gleichgültig, was sonst noch vor sich geht. Wir haben nicht über Leandra gesprochen. Wie geht es euch? Ihr Herz wird zerbrochen, ist das obere. Es geht mir gut, ist die Mitte. Das war eure Schuld, Hauptmann. Nee, das war sie nicht. Ich nehme das obere. Meine Mutter ist tot. Mein Herz ist gebrochen. Ich könnte jetzt sagen, wenigstens kanntet ihr sie. Aber das würde mich fast mehr schmerzen als euch. Ich habe nur Erinnerungsfetzen von unfassbar langem Haar. Aber von meinem Vater... Eine Sache könnte ich euch erzählen, wenn ihr wollt. Danke, nein. Nur eine, das bezweifle ich auf keinen Fall. Ich nehme das obere. Ich würde im Moment lieber darauf verzichten, aber ich weiß den Gedanken zu schätzen. Gut, das reicht vielleicht auch. Wenn ihr etwas braucht, dann geht und holt es euch selbst. Mir hat das geholfen und so sehr unterscheiden wir uns gar nicht. Na, siehste. Oh, das ist auch gemacht. Ich speichere hier ab. Ich werde mir auf jeden Fall einen Plan zurechtlegen, wie ich gegen diesen Teufel ankommen kann. So, das war's jetzt mal von meiner Seite aus. Und wie es weitergeht, hoffentlich dann mit einem ausreichenden, starken, guten Plan. Das seht ihr in der nächsten Session. Also, seid wieder bereit und guckt wieder zu, wenn es wieder heißt Let's Play Dragon Age 2 mit eurem Rezo. Bis bald.